Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt der Pflege de Monto. Genau, wir spielen, das hieß doch Ghost Recon oder so, ne? Ghost Recon Wildlands. Wildlands, genau. Und wir machen wieder mal ein paar Missionen für die Mission, für die Stories. Sprechen Sie mit dem Arzt der Rebellen, das Hospital. Lang, lang ist her, Monat haben wir nicht mehr gespielt. Ja, aber Sommerpause, Sommerloch, ne? Ja. Normal. Urlaub und so ein Kram. Genau. Leute verreisen. Real life. Leute scheißen. Ja, dann lande ich einfach mal hier. Ja, warte mal. Dreh mal. Dass ich da runter gucken kann. Noch weiter drehen. Warte, ich komme mal mit meinem Sniper-Gewehr, ob ich da was sehe. Keine Gegner. Nö. Boah, dann runter, ne? Boah. Aber da oben ist, glaube ich, kein Platz. Ich gehe einfach mal hier runter. Ich probiere mal auszusteigen. Stimmt. Der Emissario hat sich scheinbar noch nicht gerührt. Wir sollten dem Anführer der Rebellen unsere Ankunft melden. Gleich hinter dir, Boss. Okay, hier sind aber nur Rebellen, keine Gegner. Nee, ich glaube, es sind alles nur... Wir sollen mit denen ja sprechen. Der gibt uns bestimmt jetzt hier irgendwie Befehle. Tötet sie alle. Ah, Doc. Ist was, Doc? Geht da, Kompass. Gerade noch rechtzeitig. Was? Ich höre, dass El Emissarios Männer unterwegs sind. Wie sieht's hier aus? Wir haben möglichst viele Ärzte und Patienten weggeschickt. Dazu ein paar Trucks mit Medikamenten und Impfstoffen. Wenn wir die Klinik verlieren, retten wir wenigstens etwas für die Kranken und Verwundeten. Ja, pues. Meine Tochter ist in der Klinik geboren. Und da bin ich, Carajo. Und verteidige sie gegen das Kartell, das daraus eine verfluchte Kokainfabrik machen will. Ist diesen Leuten denn nichts heilig? Nur der Tod, Kumpa. Darum sind wir hier. El Emissarios Männer können jeden Moment hier aufkreuzen. Wir müssen uns eingraben, bevor es losgeht. Verstanden. Okay. Oh, da kommst du schon. Wann kann ich mich eingraben? Hast du einen Spatten dabei? So, da kommen auf jeden Fall welche. Oh ja, die kommen hier schon. Bist du im Helikopter oder was? Nö, ich stehe hier auf der Straße. Verfickte Scheiße! Und krieg voll auf die Fresse. Au. Ach, hier werden die Gatling dran. Und ich bin tot. Ah, der Helikopter, der fliegt! Scheiße! Das sah gut aus. Kannst du mich aufheben? Wo bist du? Da oben. Hinter dem Stein. Ah, ich wurde gesehen von irgendwem. Ah, da unten die Gatling Gun. Stack ihn mir rein. Vielen Dank. Doktor noch bei 100%. Okay. Kommt nichts mehr, oder? Doch, da kommt was. Im rechten Fahrzeug kann ich mich drum kümmern mit der Gatling Gun hier. Okay, dann gehe ich links. Boah, stirb doch mal. Scheiße, Helikopter über uns. Ups. Ist da auch eine Gatling Gun? Au, Helikopter. Helikopter schießt auf uns. Hast du ihn kaputt? Ja, Helikopter ist kaputt. Okay, ich sitze hier im Auto mit der Gatling Gun drin. Bereich sicher. Oh, das war ja einfach. Ja. Ey, wer fährt denn? Die Autos explodieren. Hat aber einen schweren Stand. El Sueño verlangt eine Erklärung von El Emissario. Und El Giorgio versucht eine Lösung zu finden, die seinen Enkel am Leben hält. Was heißt das für uns? El Giorgio hat fast den ganzen Tag mit El Emissario telefoniert und wir konnten ihn anpeilen. Das ist unsere Chance. El Emissario steht im Regen und wenn wir ihn jetzt schnappen, erzählt er uns alles, was er weiß. Geben Sie uns den Standort, wir regeln das. Dann würde ich sagen, regeln wir das doch gleich, oder? Ja, haben wir irgendein Fahrzeug in der Nähe? Weil unser Helikopter ist kaputt, ich hätte da nicht parken sollen. Alte Scheiße, das ist aber auch am Arsch der Welt. Ja, aber da vorne ist ein Helikopter. Ich
Ich habe mal Helikopter markiert, der oben. Kann mir einer erklären, warum wir El Emisario rausbringen? Wir wissen doch, dass er nur wegen seines Opas da ist, wo er ist. Das ist doch niemand, der etwas im Kartell bewegt. Hast du eine bessere Idee? Boah. Klar. Knüpft das Arschloch einfach an einem Baum auf. Wofür sonst der ganze Ärger in Okoro? Emisario ist unwichtig. Bowman hat auf El Giorgio abgesehen. Ja voll, soll man klettern oder was? Ja, hier ist eine Treppe. Er wird sich El Giorgio zuwenden und wir bekommen die Gelegenheit, ihn zu schnappen. Verdammt, wenn Bowman jemanden will, lässt sie nichts anbrennen. El Emisario, El Macho, El Racho, El Bacho, El Baracho. Ja. Ich hab mal den Namen, Alter. Sind halt keine Europäer. Bolivianer. Was macht die denn? Alter, killst du Zivilisten? Ich hab die nur in Fuß geschossen, weil die ganz frech mit dem Finger auf mich gezeigt hat, aber Fußschuss war tot. Ach, das Bein ist jetzt auf dem Boden, die ist wirklich tot. Es ist so krampfhaft nach oben gehalten gerade. Ich dachte, die lebt noch. Wollte nur mal helfen, aber. Nee. Hast sie gekillt. Das wollte ich nicht. Ich wollte doch nur Warnschuss abgeben, dass sie nicht mit Fingern auf Leute zeigen soll. Bien, Kamerada. Glückwunsch zur Verteidigung der Klinik gegen El Emisarios Männer. Ich schäme mich nicht zu sagen, dass wir das ohne euch nicht geschafft hätten. Ja, nicht der Rede wert. Wir setzen es auf die Rechnung. Ich habe noch eine Bitte. Bevor El Emisarios Männer die Klinik angriffen, wollte einer meiner Männer einen Truck mit Impfstoffen in Sicherheit bringen. Impfstoff. Leider wurde er an einem Unidad-Kontrollpunkt angehalten und der Truck konfisziert. Der Impfstoff Feliz Unidad. Gringo. Der Truck ist jetzt in einer Unidad-Basis. Ich weiß, es ist viel verlangt, aber offen gesagt, kommt sonst niemand dafür in Frage. Verstanden. Wir werden sehen, was geht. Was geht ab, Mann? Wo soll das sein? Ist ja wirklich am Arsch der Welt. Mhm. Der Helikopter hat keine Waffen, ne? Nee. Das heißt, ich lande nicht direkt bei unser Ziel. Das wäre, glaube ich, besser, ja. Oh ja, schön Aufklärung. Hier da ein bisschen Übung. Da oben sieht doch gut aus. Da kannst du da die Drohne fliegen lassen. Wenn ich hier auf diesem Helikopter sitzen würde, ne, würde ich nicht so rumeiern. Nee, ich würde mich verkrampfen, da festhalten. Wenn so schräg wie du fliegst, ne, ist der Hammer, ey. Boah, voll die Villa. Ja, hier ist ja ein Flughafen oder so. Na gut. Ist so weit weg? Ja. Oh! Na, Gegner! Ich bin gleich weiter! Notstart! Guck mal da vorne auf dem Berg. Da rechts. Da oben, okay, ich sehe. Da kommen wir Alter, aber das Ding ist vollgeschissen mit Leuten. Das Ding ist super vollgeschissen mit Leuten. Achtung, da sind Unidad-Patrouillen im Gebiet. Vielleicht sind die hier, weil wir in Okoro so viel Staub aufgewirbelt haben. Ich kann meine Drohne. Drohne Scheiße. Ab einen Tango, da ist noch ein Tango. Hier ist Ziel Nummer 5. Ich habe hier ein Ziel mit Maschinenpistole. Ein Zug? Oh, meiner war aus dem Bereich, scheiße. Ja, meiner hat gerade noch Cooldown. Ziel gesichtet, Nummer 15. Also ich glaube, ich lege mich gleich hier hin und snipern war zumindest erstmal die Äußeren, die alleine gehen, weg. Ja, würde ich sagen. Ich gehe jetzt hier nochmal kurz hier vor. Mit dann mit meiner Drone. Ein Scharfschütze. Drohne fliegt. Ach, du schürst es schon. Ja, einer war hier gleich direkt unter mir. Den habe ich wieder gleich gekillt, nicht dass der sich umdreht und mich gleich sieht.
FC markiert. Ich zähle 20. Okay. Ja, so ein bisschen Leute ausschalten ist, glaube ich, nicht verkehrt. Ja, aber nur einzelne. Auf dem Dach, da stehen ja auch welche. Ach, das ist ein Sniper. Den klatsche ich mal weg. Tango getroffen. Hast du auf dem Dach auch jemanden gekillt? Mhm. Gut. Gut, gut. Oh shit. Das wurde gesehen. Ja, Montro. Ja, jetzt habe ich meine Position auch verraten. Wir haben gesehen, wie ich den einen Typen abgeknallt habe. Ist von hinten? Alles hat besser funktioniert als gedacht. Bei dir unten links ist noch einer an der Palme. Mhm. Der oben auf dem Dach tötet, der stört mich. Kriege ich aber nicht. Okay, und ein Palme ist tot. Hast du? Okay. Ja, der ist im Haus oder so, ne? Warte mal, auf dem Dach ist noch einer. Ja, ja. Ja, im Haus, ja, im Haus. Ah, Verstärkung kommt. Verstärkung kommt. Einer ist hin. Okay, ich geh runter. Ich bin okay. Auf dem Platz. Dann bleibe ich hier und kill die Verstärkung, wenn eine kommt. Außer du hast im Haus zu viel Feuer, dann komme ich nach. Oh. Kommen die nächsten Honigpiepel? Zielbereich direkt vor uns. Macht euch bereit. Bowman kann es kaum erwarten, sich El Emissario vorzuknöpfen. Au. Also passt auf. Wir brauchen ihn lebend. Verstanden. Ein Drecksack weniger. Ich bin jetzt oben auf dem Dach. Ah, die haben schon Helme, die Wichser. Mm, da kommt jetzt ein Patrouille, ne? Ja, ja. Ach du Scheiße. Ladies and Gentlemen, hier hängt einer. Der Emissario ist soeben abgetreten. Ich glaub, der hat sich gehangen, der Typ. Statt sich seinem Großvater zu stellen. Wie krank. Haben wen er hat sich gehangen. Durchsuch die Leiche. Scheiße, das war seine Entscheidung. Wir müssen ihn durchsuchen. Vielleicht hat er etwas bei sich. Der Typ hat sich gehangen. Hm, super. Hey, da ist ein Abschiedsbrief. Bowman, hier Nomad. Wir haben El Emissario. Er ist tot. Was passiert? Selbstmord. Hat El Sueño dass er die Schuld für die Labore in Okoro auf sich nimmt. Konnte wohl nicht ertragen, seinen Großvater zu enttäuschen. Der Scheißkerl, wir hatten El Jato schon im Sack. Und jetzt das. War wohl doch nicht so ein Versager, wie wir dachten. Er hat nur nicht das gemacht, was wir erwartet haben. Das kommt schon mal vor. Machen Sie so etwas öfter? Ich tue, was der Job verlangt. Genau wie Sie. Neues Video verfügbar. Ja, ich guck mir mal das neue Video an. Wir kommen jetzt hier weg. Pass auf, da kommen jetzt viele. Ganz viele Feinde. Ja, ich würde hier einfach abhauen hier von. Zum kaputten Helikopter wieder nach oben. Granate, friss das, Motherfucker! Ja, wie komme ich da hin? Zurück zu mir, ich gebe Deckung. Oh fuck, vom Haus springen war keine gute Idee. Tot? Ja. Oh fuck. Ne, egal, lass mich sterben. Oh! Jetzt bin ich auch runtergefallen, es ist egal. Da sind aber ganz, ganz viele, ne? Denke dran. Ja, ja, läuft schon.
Wir brauchen genug auf das. Tausend mega viele. Alter, voll der Rambo-Kampf hier. Scheiße! Hilfe Nein. anfordern! Hilfe anfordern! Scheiße. Ja, das war auch keine gute Idee, vom Haus zu hüpfen. Wir hatten es geschafft. Die Mission. Ja, die Mission haben wir auf jeden Fall gepackt. Ah, dann lassen wir tot. Ja, das ist der elegante Weg, hier rauszukommen. Aber ich hab's ja gut immer am Eingang festgenagelt. War eigentlich ganz... Hättest du die Treppe genommen, hättest du es da locker rausgeschafft. Ja, ich glaube auch. Ja, vor allem, weil er ja auch ein Auto komplett die Straße blockiert hatte. Oh, hier ein Tipp. Tipp 84. Reifen. Zielen Sie auf die Reifen, um Fahrzeuge zu zerstören. Oh, weg ist er. Tipp 85. So. Kofferraum. Zögern Sie nicht, ein VIP in den Kofferraum eines Fahrzeugs zu werfen, um ihn zu bergen. Wie nett. Wollen wir dann die Medikamente noch machen und dann die Folge beenden? Jawohl, das machen wir. Stehlen Sie medizinische, ja. So, das ist aber 2 Kilometer weit weg und wir haben da einen Helikopter. Da, da, da. Ah ja, ja, so ein paar Meterchen, ne? Klauen wir hier vom Ah, warte mal, ich wollte nur ein Story-Video sehen. Es gab doch ein Story-Video. Achso, ja. Wo komme ich denn da wieder hin? Ja, das war doch wieder so kompliziert, ne, irgendwie. Ich weiß es wieder nicht. Neue Ausrüstung haben wir. Musste man doch irgendwie da drauf drücken und dann... Ah, rechtsklicken. Auf die Karte. Also Karte aufmachen, rechtsklicken und dann... Spezialtransport zugeteilt? Einsätze? Ich weiß es nicht. Ne, dann auch nicht. Keine Ahnung wieder. Weil das aktuellste ist ja Baumann Einsatzbesprechung. Irgendwo hatten wir das mal gesehen. Kartellübersicht? Ach, Kartellübersicht, oder? Wie nee. Kann man da hin? Mit C. Hm. Ah, das ist so kompliziert hier. Das werde ich dann vielleicht mal irgendwann reinschneiden, wenn es denn irgendwen interessiert und das irgendwie in irgendeiner Welt... Klar, das interessiert hier jeden. Ich will es ja auch sehen. Das kann nicht so kompliziert sein. Fällt mal raus, ich hole dich ab. Ach, du bist schon unterwegs. Ich hole dich ab. Ja, ja, dann gucke ich hier weiter mal im Menü hier. Geh mal ein bisschen an den Rand, damit du mich nicht gleich tot landest. Ja, das hatten wir. Oder wir haben ein Video zu irgendwen anders freigeschaltet, wo ich jetzt nicht aufgepasst habe. Komm schon, flieg los. Guten Tag. Ja, das ärgert mich. Ja, irgendwie konnte man die Videos sehen, aber ich weiß nicht. Das ärgert mich. Schütze ist an Bord. Linke Seite ist ein Geschütz bemannt. Markieren, wo wir hin müssen. Ne, jetzt habe ich demarkiert. Demaskiert. So, jetzt. Oh, Funk, Lufttransport, okay. Ah, ich liebe diesen Sound. Ich finde, die hätten mal die Waffen variieren müssen. Also jetzt mal Gatling Gun, das mag ich ja, ne? Aber so auf dem Fahrzeug... Viel Gatling, ne? Hätten sie mal ein MG packen können oder so. Bisschen mehr. Ist das schon hier? Jo. Ja, hier sind ja überall Punkte. Also lila Punkte. Ich sehe bloß gerade keinen. Oh, jetzt sind sie eh gesichtet worden. Ja, dann rein, den Dings kapern und weg hier. Ich sehe das Paket. Bringen wir es uns. Halt. Und das sind die Flieger.
Steigst du in den LKW? Ja, hinter mir war einer. Ich bin drin. Okay. Wir machen das, was du sagst. Oh, Alter, hier leuchtet alles. Nee! Weg hier! Alter! Ich kann irgendwie nur so komisch aus dem Fahrzeug rausgucken. Das sah ja komisch aus. Oh, oh. Ich sehe halt die Strecke nicht. Das ist gerade aus den Zivilisten. Na gut, das waren Zivilisten. Das waren welche. Alter, wer. Wer hat von hinten angeschossen? Okay, LKW kaputt. Mission fehlgeschlagen. Das war nix. Okay, das hat nicht so funktioniert, wie ich mir gedacht habe. Ah, also irgendwie in die Nähe hinfliegen und dann alles wegsnipern. Ja. Und vor allem, das sind alles Unidad-Dinger, da kommen ja immer wieder neue. Ja, und die haben Helme zum Teil aufgehabt. Das heißt, mit einem Schuss kriegst du sie manchmal nicht weg. Da brauchst du ein, zwei. Boah, das ist ein bisschen stressig. Und ich muss an meine Waffe wieder einen Granatenwerfer dran schrauben. Was hast du denn sonst drin? Gar nichts. Oh, wie war ein Nachtsichtgerät? Gute Frage. N. N für Nacht. N für nackig. Ich weiß gar nicht, ob es mit oder ohne. Naja. Ja, bei YouTube ist ja halt immer das Dunkel halt noch dunkler, als was man selber sieht. Vielleicht, deswegen Nachtsicht. Genau, vielleicht ist da Nachtsicht einfach besser. Denk an Schalldämpfer, ne? Und so. Ja, ich werde jetzt hier erstmal scouten. Ich nehme die Drohne. So, da ist der LKW. Ich sehe das Paket. Holen wir es uns. Ich habe noch einen Tango. Ziel Nummer 3. Nummer 5. Oh, ich will hier hoch. Geht nicht hier hoch, verdammt. Ich will nicht am Haupteingang rein. Hier, klettern wir so. Nee. Ja, hab ich auch schon gedacht, aber. Hier ist das alles zu steil. Ups, fall ich hier runter. Ist da nicht der Haupteingang? Nee, mit einmal außen rum ist der Eingang. Weil da ist so ein, auf der Karte ist da so ein schwarzer Kasten und ich hätte gedacht, das wäre so ein Stück. Das ist der, nee, ist der Turm. Ach so. Aber hier kommt man auch nicht hoch. Oh, toll, toll, sieht mich schon. Wir brauchen Enterhaken, eindeutig. Gibt es das? Keine Ahnung. Auch alles mit Stacheldraht, also richtig gut verteidigt. Oh, fuck, ey. Ah, hier kann man aber illegalerweise klettern. Aber hier ist überall Stacheldraht. Kann man hier. Und? L- ja, ich bin drin. L-Stacheldraht, ja. Ja, genau. War das nicht richtig? So, jetzt werde ich erstmal hier auf den Turm klettern und dann werde ich nach und nach alles wegschnippeln. Ah. Okay. Da bist ich bin du auf dem Überwachungsturm. Kannst du hier diesen einen Typen beim Helikopter neben den Helikopter da wegknallen? Warte, ich markiere noch. Der ist direkt parallel zu mir, der nervt mich. Kannst du den mal irgendwie markieren oder so? Wie ging das? Weiß ich nicht mehr, cool. Ah. Der beim Helikopter. Alles klar, den markiert. Da. Der nervt, danke. Okay, tot. Dann kann ich hier auf dem Container. Aber auf dem Container sehe ich auch nicht mehr. Hier ist ein Fahrzeug von denen. Nice. Oh, das ist ein Mörser. Und da sind ganz, ganz viele auf dem Haufen. Ja, ich gehe zum, hier ist ein Fahrzeug. Da nehme ich mir einfach mal das Gatling Gun und dann, ja. Schütze. Also wenn ich könnte jetzt anfangen zu snipern. Zu snipern mit Gatling rum zu schießen. Da ist gerade einer weg verschwunden, die spawnt. Die beobachten, nicht wissen, wo sie sind. Oder, na egal, ich fang an. Schrott, weg.
Party Time! Wer hat mich denn da gesehen? Na, der ist los! Alter! Da ist ein Loser Schwein. Okay. Autoclown? Ja, ich glaube, auf der Straße ist schon Verstärkung. Deswegen. Aber komme ich noch nicht ran. Okay, raus hier. Ich komme hier runter auf die Straße. Oh, da im Turm ist noch einer. Fahrzeug kommt von denen. Hier. Oh. Verfickte Scheiße! Oh, ich bin down. Scheiße. Hilfe anfordern! Ich komme. Ah, die kommen gleich von links und rechts. Wo bist du da? Pass auf, da sind ganz links ganz viele. Die mögen dich nicht. Oh, fuck. Oh, da kommen immer mehr. Die Straße ist voll. Wo bist du? Komm schon, komm schon. Los, nein. Spritz mich. Hat nicht geklappt? Hä? Nee. Warum hat er dann aufgehört, die Sau? Spritz mich. Danke. Alter, da ist ein Helikopter auf dem Haus! Scheiße! Der Helikopter ist voll auf dem Haus bei mir gelandet. Hau ab hier! Wo geht's hier weiter? Wir müssen mit dem Auto raus. Warte, ich bin die Straße komplett zu. Hola putas! Oh, Alter! Oh, Scheiße! Mein Kraut! Wie soll man denn diese Mission schaffen? Komm weg da, ich liege hinter dir! Steh auf, Soldat! Kämpfe weiter! Ist noch eine hier! Jetzt schnell mit dem Auto wegfahren, oder? Ja, jetzt! Oh, was war das denn? Ich werde fahren. Langsam vorbeischieben. Weg da. Langsam, da. Nee, ich komm da nicht durch. Warte mal. Okay, mach so. Die warten schon auf uns. Oh, okay, Patrouille jetzt weg. Aber da kommt durchbrechen, Mission durchbrechen! Okay. Schon wieder 60% runtergeschossen. Ja, warte, ich steig hier aus. Ah, nee. Oh. Cool bleiben. Kannst du den so wegschießen? Nur den Gatling Gun. Oh, nein, ich dachte, du schießt aus dem Fenster. Scheiße, ne, hab ich falsch verstanden. Fahr weiter. Ah, ich liege auf. Ach, fuck, hab ich falsch verstanden. Sorry. Ey, weißt du was, nächstes Mal nimmt ein anderer so ein Unidad-Fahrzeug und stellt immer hinter sich ab und ballert dann die ankommenden Fahrzeuge platt oder so. Mit der Minigun? Ja. Einfach Fahrzeug abstellen, Minigun Mann und dann. Haben uns ja eigentlich ganz gut geschlagen. Das ist übel, die Mission. Ja. Aber die machen wir dann in der zweiten Folge. Genau, ist eine halbe Stunde ist fast erreicht, das ist eine angenehme Länge. Machen wir hier einen Break und dann würde ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.